Allein in der letzten Woche wurde im Forum zur Koordination des Kampfes gegen Antisemitismus 50 Artikel ausgewiesen. Fängt an mit in Polen Schändung eines jüdischen Friedhofes, in Bologna Schändung eines Mahnmales eines jüdischen, in Mailand wird ein Bub verprügelt, weil er die Kippa trägt, in Berlin wird ein Passant als scheiß Jud beschimpft, in Paris twittert ein Politiker, Zutritt den Juden verboten, in Großbritannien werden Schüler aus einer jüdischen Schule mit Juden rausparolen angegriffen und jetzt heute noch ganz aktuell andere Ecke, aber auch eine Form von Rassismus jetzt in diesem Fall, die Geschichte mit dem Boateng. Das habt ihr vielleicht heute eher mitgekriegt in der Zeitung, dass ein Politiker einfach sagt, in dem will niemand wohnen. Das ist jetzt so der internationale Blick und der nationale Blick hat mich wieder einmal nach Gföhl in Niederösterreich geführt. Aber da gab es einen Bürgermeister, den Herrn Karl Simlinger, Bürgermeister und Landwirt, und der hat in einem Stadtratschuh fix über ein geplantes Asylwerberheim debattiert mit seinen Gemeinderäten und sagt, mir gehen die scheiß Asylanten sowieso so am Arsch, aber schuld sind die Pressefritzen, die gehören aufgehängt, die sind wie die Juden. Und das ist ein Jahr her. Dieser Bürgermeister wurde dann entsorgt in die Pension, nicht ganz freiwillig, aber ist dann doch gegangen und wir haben auch in Österreich reichlich Erfahrungen mit antisemitischen Sagern. Ihr erinnert euch alle an die Susanne Winter, nehme ich einmal an, oder an den Bürgermeister Ecker in Hohenems, der ja auch nicht gerade kleinlich ist, natürlich an ausgewiesene Teile der FPÖ, Riege, bis hin zu auch diese ganzen nonverbalen Signale, ob das jetzt die Raumblume von Herrn Hofer bei seinen Wahlkampfauftritten ist, oder ob das die Springerstiefel von den Burschenschaftlern sind, die unterschiedliche Schuhbänder haben, die jeweils signalisieren, wer gerade das Feindbild ist, die Juden oder die Zigeuner. Also es ist wirklich erstaunlich und erschreckend, was da im Moment auch abgeht. Und wir haben irgendwie schon beobachtet, dass das jetzt wieder fast eine Welle ist. Claudia, wieso? Ja. Vielen Dank dir erstmal für die Einführung und überhaupt fürs Zeitnehmen und auch für das schöne Beispiel des Bürgermeisters, wo Rassismus, Antisemitismus und Lügenpresse oder Medien schön verknüpft sind. Dahinter stecken die Juden, in Anführungszeichen, in diesem Beispiel, die im Prinzip nochmal vor dem Rassismus geschaltet sind. Ich werde Ihnen ein paar Beispiele heute auch nennen, wo Rassismus und Antisemitismus, was ich unterscheiden möchte, miteinander verknüpft werden, wie es sich unterscheidet. Und meine Anfrage, ich soll im Prinzip referieren über antisemitische Argumentationsstrukturen, so ist der Titel des Vortrages. Das ist quasi ein langes Thema oder ein Thema, was mich schon lang beschäftigt und auch Teil eines Buches Radikaler Antisemitismus, In- und Exklusionssemantiken von links und rechts in Deutschland wurde und das 2013 veröffentlicht wurde. Und natürlich hört der Antisemitismus, wie wir hörten, nicht auf, leider nicht auf. Es bleibt immer politischer Bestandteil und letztlich auch Basis von weiteren Forschungen. Ich werde am Anfang ein paar Phänomene aufzählen, beziehungsweise einen kleinen Einblick in das doch reichhaltige Phänomen des Antisemitismus geben, von links bis rechts bis zur Mitte. Also Sie finden tatsächlich ganz unterschiedliche Ausprägungen des Antisemitismus. Dazu habe ich ein bisschen Material mitgebracht, erstmal auf der Phänomenebene. Dann möchte ich Ihnen im zweiten Teil vorstellen, was ich unter Antisemitismus verstehe, beziehungsweise auf welchen Begriff ich mich beziehe. Diejenigen, die die vorherigen Veranstaltungen schon besucht haben, hatten auch schon zwei meiner Kolleginnen kennengelernt. Also ich werde Ihnen über den Begriff des Antisemitismus etwas erzählen und über die Argumentationsstrukturen, wie Kommunismus in den unterschiedlichen Spektren rechts, wie links, wie in der Mitte vor. Und ich werde Ihnen ein paar Beispiele zeigen und am Ende dann resümieren mit einer Unterscheidung zwischen Antisemitismus, Rassismus und Israelfeindschaft. Also ich denke, gerade die Frage Israelfeindschaft und israelbezogener Antisemitismus ist doch eine, die immer noch sehr strittig ist, sehr breit diskutiert wird und auch aktuell eben Antisemitismus haben wir natürlich von rechts und in der Mitte, aber aktuell gerade auch in Bezug auf Gaza-Proteste nochmal eine neue Welle darstellt. Gaza-Proteste und andererseits eine Boykottbewegung gegen Israel, die weltweit organisiert ist, im akademischen Bereich an Universitäten in Kalifornien, aber auch BDS Österreich, BDS Deutschland, also da werde ich noch drauf eingehen. Da ist auch aktuell ein Buch erschienen zum sogenannten gebildeten Antisemitismus von Monika Schwarz-Friesel, die nochmal gesammelt hat, dass nicht nur im Prinzip in Milieus,
die man jetzt sozialstrukturell eher unten verortet, sondern auch in höheren Bildungsschichten Antisemitismus eben in anderen Formen. Sie sehen hier ein paar Auszüge von einer Demonstration in Berlin. Das am Anfang vielleicht nur als Blitzlicht. Freiheit für Palästina, stoppt deinen Holocaust, Israel, Völkermord. Vergleich, stoppt deinen Holocaust, Israel, Freiheit für Palästina. Bei anti-israelischen Demonstrationen 2014 in Berlin. Eine Referenz auf die Kindermörder-Legende, auch auf derselben Demonstration. Zionismus ist Rassismus, ist auch etwas sehr Typisches. Also Sie sehen hier unterschiedliche Vergleiche, wo Israel und seine Staatsideologie als Rassismus bzw. als Holocaust beschrieben werden. Das nur vorab. Gerade die Israelis werfen und Deutschen immer den Holocaust vor. Was aber die Israelis in Gaza machen, ist mindestens genauso schlimm. Was in Gaza abläuft, kann man, denke ich, als Völkermord beschreiben. Also die Fehler sind Fehler. Von Dirk Hoffmann, AfD-Vorstand in Sachsen. Ein Post war auf seiner Seite in seinem sozialen Netzwerk bei Facebook. Deutschland den Deutschen, Türkei den Türken, es wird weiter fortgesetzt, Griechenland den Griechen, Israelis raus aus Palästina, ist ein Spruch bzw. Teil eines Videos von Volksfrontmedien, also einem YouTube-Video, das ist eine rechte Medienorganisation, die für unterschiedliche rechte Gruppen Videos produziert. Da sehen Sie ganz schön, da werde ich am Ende nochmal drauf zurückkommen, wie im Prinzip der Antisemitismus auch verknüpft ist mit Vorstellungen von Nationalismus, von Volkszugehörigkeitsgruppen zu Territorien. Also es gibt Gruppen, Deutschland als Territorium wird den Deutschen zugeordnet. Nur für eine spezifische Gruppe, für die Israelis, denen wird kein Territorium, kein Platz zugeordnet, sondern sie werden aufgefordert, raus aus Palästina zu gehen, ohne jetzt eine Lösungsperspektive zu geben, wohin. Wie auch immer, warum, aber das sehen Sie ganz gut schon mal die Struktur, wie Antisemitismus aufgebaut sein kann. Ja, ich werde Ihnen jetzt erst was zum Begriff des Antisemitismus erzählen, dann die Ausprägungen von links und rechts und die Unterscheidung Antisemitismus, Rassismus, Israelfeindschaft. Und dann die Frage stellen, gibt es einen generalisierten Antisemitismus? Also Sie werden alle sicherlich schon unterschiedliche Antisemitismusbegriffe gehört haben, die Rede vom rassischen Antisemitismus, vom ökonomischen Antisemitismus, vom antizionistischen Antisemitismus, vom politischen Antisemitismus, also das sind unterschiedliche Antisemitismus-Antisemitismen, die quasi vorkommen und in der Wissenschaft gibt es also keine Einigkeit, welcher Antisemitismusbegriff jetzt richtig ist, also es gibt eine Debatte, es gibt unterschiedliche Paradigmen und wenn Sie den ersten Vortrag meines Kollegen Peter Ulrich gehört haben, der nicht davon ausgeht, dass es einen Antisemitismus, den Antisemitismus gibt, sondern unterschiedliche, dagegen werde ich dafür plädieren, dass es einen generalisierten Antisemitismus gibt und letztlich alle Antisemitismen, die ich Ihnen jetzt auch versuchen werde vorzustellen, verknüpft sind durch eine Struktur. Also es gibt eine Semantik, ein Argumentationsmuster, wie antisemitisch argumentiert wird und den verwenden unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft. Von den Phänomenen haben wir einiges gehört, gewalttätige Übergriffe, gerade aktuell bei der 1. Mai-Demo in Berlin, Pro-Palästina-Block, der Israel-Solidar-Fahnen-schwenkende Gruppen täglich gewalttätig angegangen ist. Also da waren unterschiedliche Verletzungen im Spiel. Die BDS-Boykottbewegung weltweit, also die Boykottbewegung gegen Israel als Staat, aber auch Boykott von israelischen Produkten, SodaStream beispielsweise. Also Sie kennen sicherlich diese Soda, diesen Wassermaker sozusagen, also diesen Sodamacher, Sprudelmacher und da ist eben die Produktionsfirma in Israel mittlerweile aus palästinensischem Autonomiegebiet, Behördegebiet abgezogen. Dadurch gingen sehr viele Arbeitsplätze für Palästinenserinnen wie für Israelis verloren. Also es geht im Prinzip insgesamt um einen Boykott israelischer Waren und einen Boykott israelischer Politik, insbesondere
gibt es jetzt viele Erfahrungsberichte an Universitäten, wie jüdische Studierende in California, Berkeley beispielsweise, auch diskriminiert werden, in Netzwerken teilzuhaben, diskriminiert werden, weil sie Juden sind. Wen das weiter interessiert, kann ich später noch was dazu sagen, beziehungsweise auch noch auf die Erfahrungsberichte von jüdischen Studierenden in California berichten. Hakenkreuzschmierereien, also nur um einige Beispiele zu nennen, in diversen Londoner Stadtteilen, Anschläge auf jüdische Institutionen. Also 2014 war wirklich eine Hochphase von Anschlägen und Protesten, aber wie Sie sehen, 1. Mai 2016 ähnlich. Jüdischer Supermarkt in Paris, Anschläge auf jüdische Schulen, Friedhofsschändungen, die Montagsdemonstrationen in Deutschland, da werde ich später auch noch drauf eingehen, wo dieses sogenannte Spektrum der Friedensbewegung 2.0, Friedensbewegung 2014 um spezifische Akteure, nämlich Ken Jebsen und Lars Mehrholz, die koalieren mit Jürgen Elsässer, vielleicht Leuten, die sich so ein bisschen in der linken Bewegung auskennen, ein Begriff und insofern ein interessantes Phänomen, als er Jürgen Elsässer in unterschiedlichen Publikationsorganen, linken Publikationsorganen, der ursprünglich der linken Bewegung zugehörte, in den Parkgruppen organisiert war und selbst auch Teil der sogenannten antideutschen Bewegung der 90er Jahre war, also wirklich maßgeblicher Akteur der antinationalistischen Linken in Deutschland. Ich habe auch ein Video für später noch mitgebracht, wo man sieht, okay, das war eine Person, die antinational, antisemitisch argumentiert hat, die jetzt eine Konversion vorgenommen hat und jetzt im Namen des Volkes sozusagen argumentiert, bei Kompakt, bei dem Magazin von Ken Jebsen schreibt und dort verschwörungstheoretische Texte mit Anschluss an den Antisemitismus schreibt. Ganz interessant, also das ist nicht nur auf dem Feld der Semantik, sondern hier gibt es ganz konkrete Rechtskonsequenzen. Jürgen Elsässer wurde von Jutta Dietfurth gerade so wirklich in der frühen grünen Bewegung in Deutschland aktiv als glühender Antisemit beschrieben. Daraufhin wurde Jutta Dietfurth angezeigt von Jürgen Elsässer. Es läuft ein Rechtsprozess, das jetzt gerade beim Bundesverfassungsgericht ist, von den Landtags. Es gab zwei Urteile, Münchner Landgericht und ein weiteres Urteil. Und jetzt ist dieser Rechtsprozess am Bundesverfassungsgericht angelangt und ganz interessant, Jürgen Elsässer hat eben gegen diese Zuschreibung glühender Antisemit geklagt. Also Sie sehen, im Diskurs ist im Prinzip da auch Bewegung. Man nimmt das Recht in Anspruch, dass man nicht diffamiert wird. Es gibt unterschiedliche Definitionen, was denn Antisemitismus ist. Und sehr, sehr interessant ist an dem Rechtsprozess, dass der zweimal zu Ungunsten von Jutta Dietfurth ausging, obwohl führende Antisemitismusforscherinnen nach den guten Regeln der Wissenschaft die Texte von Jürgen Elsässer analysiert haben und ihm Antisemitismus und die Verwendung antisemitischer Semantiken bestätigt haben, vom Verwaltungsgericht, also von beiden Landgerichten abgewiesen wurde, mit dem Bezug, dass Antisemitismus nur als Holocaust-Leugnung beschrieben wird. Also da sehen Sie ganz gut, wie relevant im Prinzip Begriffsarbeit ist, wie relevant Arbeit ist, dass wir nochmal definieren, was ist denn Antisemitismus und dass Wissenschaft eben ein System ist, worauf sich bestimmte Gerichte dann auch nicht beziehen. Und da sieht man ein ganz gutes Spannungsfeld zwischen eben unterschiedlichen Antisemitismusdefinitionen und was sie tatsächlich für Rechtskonsequenzen haben. Also das zu dieser Person Jürgen Elsässer, Prozess Jutta Dietfurth, maßgebliche Akteurin auch der frühen Grünen in Deutschland. Also es gibt keine Einigkeit und ich habe eben versucht, ein paar Blitzlichter zu beschreiben, wo Antisemitismus denn vorkommt. Auf der Ebene von Äußerungen und Semantiken, und das wird heute mein Thema sein, also ich werde Ihnen jetzt wirklich so ein bisschen zerlegen, wie argumentieren unterschiedliche Leute, aber neben diesen Äußerungen und Semantiken gibt es die Ebene der Einstellungen, die Einstellungen misst, also quantitativ misst. Und ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Also da wird dann gefragt, auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen. Oder die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns. Die Liste könnte man noch weiterführen, gerade in Bezug auf den israelbezogenen Antisemitismus. Aber das sind Auszüge, wie Antisemitismus
in der Sozialwissenschaft gemessen wird. Da gibt es auch unterschiedliche Studien, Antisemitismus in Europa, Antisemitismus in Deutschland, um unterschiedliche Kolleginnen herum, die sich mit dieser Einstellungsforschung, also letztlich mit der Abfrage von Urteilen beschäftigen. Dann gibt es im Prinzip als Ausprägung des Antisemitismus die Ebene des Verhaltens oder des Handelns, also die ich Ihnen auch teilweise jetzt schon genannt hatte, Friedhofsschändungen, Anschläge auf jüdische Institutionen, Schmähbriefe an jüdische Institutionen, die auch gerade wieder hochschnellen und teilweise auch von Kolleginnen am Zentrum für Antisemitismusforschung in Deutschland ausgewertet werden, antisemitische Kundgebungen. Also das sind alles Dinge, die auf der Ebene des Handelns jenseits von Urteilen im Prinzip sich ausprägen. Und trotzdem ist es so, dass natürlich eine Gewalttat oder eine Straftat nur dann als antisemitisch beschrieben werden kann, wenn sie auch sich bezieht auf eine antisemitische Semantik. Also einfach eine Straftat, die sich im Prinzip, oder eine Gewalttat ist jetzt noch nicht antisemitisch, sondern sie muss sich auf konkrete Inhalte, die man als Antisemitismus beschreiben kann, die entweder judenbezogen ist oder antisemitische Stereotype und eine antisemitische Weltanschauung verwendet, beziehen. Deshalb ist mein Fokus die Ebene der Semantiken, die im Prinzip auch Grundlage von antisemitischem Handeln ist. Und wie das Urteil und das Handeln zusammenhängt, das ist eine große Frage und auch offene Frage, weil natürlich werden die Leute quantitativ befragt über ihre Einstellungen, aber ob sie dann wirklich auf der Ebene des Handelns auch antisemitisch handeln, also da gibt es eine Lücke letztlich in der Forschung. Die Leute werden jetzt nicht, also man weiß nicht, jemand, der antisemitisch eingestellt ist, ob er auch antisemitisch auf der Ebene von Schändungen und Anschlägen und körperlich Gewalttaten handelt. Auf der Ebene der Äußerung und Semantiken kann man schon sagen, gut, es gibt eine Sprachhandlung, die Leute reden, die publizieren das, und auf der Ebene der Semantik kann man sich diese Argumentationen angucken. Letzter Punkt noch, Argumentationskontexte. Antisemitismus tritt insbesondere auf bei Berichten und Debatten über den Nahostkonflikt, also das Verhältnis zwischen Israel und Palästina, der palästinensischen Autonomiebehörde, und gleichzeitig, wenn es um das Judentum, Debatten um das Judentum und jüdische Einzelpersonen geht, beziehungsweise jüdische Organisationen. Und dann ist ein Kontext noch, den habe ich jetzt betitelt als Antimoderne, also in personalisierten Kapitalismuskritiken, in personalisierten Entfremdungskritiken und in personalisierten Medienkritiken. Da werde ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Letztlich sind das, also in diesem Kontext, wenn über Kapitalismus geredet wird und eine spezifische Kapitalismuskritik vorgetragen wird, ist die anknüpfbar an den Antisemitismus oder dort kann sich Antisemitismus realisieren. Genauso in spezifischen Entfremdungskritiken und Medienkritiken. Ich denke, Ihnen ist alles so dieser Begriff Lügenpresse, der jetzt von der sich selbst als Friedensbewegung bezeichneten Personen beschrieben wird, auch bekannt. Und da kann man dann ganz gut sehen, dass in dem Kontext einfach, also es ist ein bestimmter Handlungs- und Argumentationskontext, wo Antisemitismus angeknüpft werden kann. Nationalismus und Ethnopluralismus, wenn Sie das Beispiel sich angucken, was ich Ihnen vorgestellt hatte, Deutschland den Deutschen, Türkei den Türken, Israel raus aus Palästina, das ist ein Kontext, wo ethnopluralistische Argumentationen, die davon ausgehen, ein Volk, was emaniert im Prinzip aus der Volksseele, das an ein Territorium gebunden ist, dass da Antisemitismus anknüpfbar ist, und dann Beispiele, also Debatten um Geschichtsrevisionismus, wo es dann darum geht, ob aus dem Nationalsozialismus doch ein guter Mann war, außer der Judenvernichtung, ob über den Nationalsozialismus zu viel geredet wird und so weiter. Also Dinge, die im Prinzip versuchen, Geschichte umzudeuten, Geschichte anders zu bewerten, das ist auch ein Argumentationskontext, wo Antisemitismus angeknüpft werden kann, beziehungsweise eine Rolle spielt. Meine These: Es gibt keinen neuen Antisemitismus, sondern die Struktur des modernen Antisemitismus, der schon anfängt bei Heinrich von Treitschke und auch rekonstruiert wurde von einem Kollegen von mir, Klaus Holz. Also ich würde sagen, es gibt keinen Antisemitismus, sondern die Struktur des modernen Antisemitismus wird reproduziert, was aber nichts über die Häufigkeit aussagt. Das heißt, aktuell gibt es keinen neuen Antisemitismus, nur eine besondere Häufigkeit. Empirische Ergebnisse weisen auf einen generalisierten Antisemitismusbegriff, also ich würde sagen, ökonomischer, politischer, sekundärer, kann man streichen. Es gibt eine Struktur des Antisemitismus
Und strukturell kann man Antisemitismus von der religiösen Judenfeindschaft und vom Rassismus unterscheiden. Also die religiöse Judenfeindschaft wäre dann Antijudaismus, und was Rassismus ist oder wie Rassismus aufgebaut ist, da werde ich noch was dazu sagen. Was heißt generalisierter Antisemitismusbegriff? Also ich werde Ihnen kurz, wirklich ganz kurz, damit will ich Sie auch nicht langweilen, zwei theoretische Sachen zu meinem Begriff sagen. Also Antisemitismus, antisemitische Semantik ist eine stabile Weltanschauung, die im Archiv der Selbstbeschreibungen der Gesellschaft fest verankert ist und insbesondere im Prozess der Modernisierung durch seine nationale Fundierung und seinen Weltanschauungscharakter sich vom religiösen Antijudaismus der Vormoderne abgelöst hat. Zusammengefasst, also Antisemitismus ist ein Muster, der verfügbar ist in der Gesellschaft, im Selbstbeschreibungsarchiv der Gesellschaft, und er hat sich abgelöst vom Antijudaismus, also von der religiösen Judenfeindschaft, im Prozess von Nationalstaatenbildung, also mit seiner nationalen Fundierung, das heißt nicht mehr Religion ist der zentrale Bezugspunkt, sondern Nation. Es gibt also in der Antisemitismusdebatte sehr viele Debatten, kommt es jetzt zu einer Überlagerung von religiöser Judenfeindschaft und nationaler Judenfeindschaft, oder sind die getrennt, wird aufeinander Bezug genommen. Natürlich gibt es noch religiöse Stereotype, die verwendet werden, aber meine Kenntnis sagt, es gibt einen nationalen Antisemitismus, der ist international verbreitet, aber ist ausgezeichnet durch seine nationale Fundierung. Okay, und was mir vielleicht noch ganz wichtig ist, weil sehr oft Semantik, was ist antisemitische Semantik? Ich hatte gesagt, ja, es sind sprachliche Muster mit einer Weltanschauung. Also mir ist ganz wichtig, dass das nicht nur ein sprachliches Muster ist, sondern dass das auch eine Sprachhandlung ist. Also es schafft quasi Ermöglichungsbedingungen. Es werden damit, was ich vorhin meinte, Straftat als Straftat ist nur eine, wenn ich mich auf eine bestimmte Semantik beziehe. Also eine Semantik ist auch eine Ermöglichungsbedingung von zukünftigen Ereignissen und kann handlungsorientieren. Insofern würde ich nicht sagen, Semantik ist weniger gefährlich als Gewalttat, körperliche Gewalttat, obwohl es natürlich hier so einen graduellen Unterschied gibt zwischen Semantik, Handlung, Gewalt und Verfolgung, also institutioneller, staatlicher Verfolgung, ganz klar. Und trotzdem ist die Semantik natürlich ein Bezugspunkt für Verfolgungen. Also wenn Sie sich die frühen Hitlerreden anschauen, dann sehen Sie dort eine Grundierung der antisemitischen Semantik, die Bezugspunkt für nationalsozialistische Verfolgung war. Also in dem Sinn, die Semantik ist ein Ausgangspunkt und sollte man nicht verharmlosen. Also es gibt einen graduellen Übergang zwischen sprachlichen Formen der Kommunikation und ja, leiblichen. Jetzt habe ich Ihnen, bevor ich en Detail in die Argumentationsmuster gehe, schon mal als Überblick ein Schema mitgebracht zum Begriff des Antisemitismus, welche Sinnhorizonte im Antisemitismus verbreitet sind. Ich werde ganz kurz was dazu sagen. Also das alles sind Sinnhorizonte des Antisemitismus, und hier oben habe ich hingeschrieben, das sind Formen feindlicher Konstruktionen von Israel und den Juden. Wenn Sie hier davon ausgehen, der Antijudaismus, von dem ich sprach, die religiöse Judenfeindschaft unterscheidet eine Religion und eine andere Religion und wertet eine auf und die andere ab, schreibt beiden unterschiedliche Eigenschaften zu. Man könnte das auch immer wieder finden, Christen die Juden, die Muslime die Juden, also wenn sich auf Religion, tatsächlich auf Religion bezogen wird. Nationalistische Israelfeindschaft habe ich auch in verschiedenen Texten, Argumentationen gefunden, ist eine, die Nationen unterscheidet, also Israel als Nationalstaat begreift und einen anderen Nationalstaat, Deutschland, Österreich als Nationalstaat beschreibt und eine Nation aufwertet, die andere Nation, den anderen Nationalstaat abwertet mit spezifischen Stereotypen. Also Stereotypen spielen bei beiden eine Rolle. Ich würde aber sagen, Antisemitismus beschränkt sich nicht nur auf Stereotypenzuschreibung, sondern es ist ein bisschen umfangreicher, nämlich in eine Weltanschauung eingebettet. Und diese Weltanschauung unterscheidet zwischen wir, sie versus die Juden. Also das heißt, ich konstruiere eine Gruppe, wir, ein spezifisches Volk, die Deutschen gegen im Prinzip ein anderes Volk, das wäre Rassismus, die Deutschen, die Türken, und die Juden werden außerhalb der nationalen Ordnung der Welt verortet. Also wenn Sie nochmal an das Volksfront-Medien-Zitat denken, Deutschland den Deutschen, Türkei den Türken,
Wenn Israelis raus aus Palästina, sehen sie ganz gut, den Juden wird ein dritter Ort zugeordnet, der keine nationale, kein Territorium hat. Und dann gibt es hier, und der Rassismus unterscheidet sich das schon mal im Vorgriff dadurch, dass er im Prinzip Rassenkonstruktionen oder Kulturvolkskonstruktionen, wie ich das im Ethnopluralismus gemacht wird, unterscheidet, also eine Rasse gegen eine andere Rasse konstruiert, also quasi zwei Gruppen hat, die er gegeneinander stellt, verschiedene Eigenschaften zuschreibt und sie auf eine aufwertet, die andere abwertet. Und da würde ich sagen, okay, das ist der Unterschied, jetzt einfach von der Argumentationsebene, Juden haben im Prinzip einen dritten Ort, also werden außerhalb der nationalen Ordnung zugeordnet. Deswegen ist oft die Rede ja der Jude als Figur des Dritten sozusagen. Okay, und davon würde ich unterscheiden, Kritik von Regierungspolitik Israels, also es gibt natürlich Kritik, Regierungspolitik Israels, die politische Einheiten differenziert, Handlungsträger differenziert und nicht Handlungen ableitet von den Eigenschaften des Kollektivs. Es gibt natürlich Nationalismuskritik, also ganz klar, wenn ich Nationalstaat und Nationalismus kritisiere, dann kritisiere ich alle Nationalstaaten und die Idee im Prinzip der Selektion und Differenzierung, des Ordnungsprinzips Nation und genau, und dann gibt es im Prinzip auch noch Staatskritik, was Sie aus der marxistischen Staatskritik beispielsweise kennen, wo im Prinzip ein von der Bourgeoisie okkupierten, aber der Form nach neutralen Staat, neutraler Staat kritisiert wird. Also das würde ich davon differenzieren. Das gibt es auch. Wie schaut jetzt formal die Argumentationsstruktur des Antisemitismus aus? Und da zeige ich es Ihnen am Beispiel. Die Struktur des modernen Antisemitismus ist so aufgebaut, dass sie einerseits eine Wir-Gruppe konstruiert, wir. Und diese Wir-Gruppe wird beschrieben als Gemeinschaft, als moralisch integrierte Gemeinschaft, als Opfer. Der moralisch integrierten Gemeinschaft wird eine Identität zugeschrieben. Sie ist beschrieben als konkrete, produktiv arbeitende Gemeinschaft, zum konkreten Kapital zugeordnet und ihr wird Wahrheit zugeschrieben, also das ist im Prinzip die richtige Gemeinschaftsgruppenform und diese Gemeinschaftsform ist bedroht von einer modernen Gesellschaft, also das heißt, einer anderen Gruppe werden die Übel der modernen Gesellschaft zugeschrieben, die gesellschaftlichen Elemente, wie eben auch Medien, beispielsweise Presse, also alles Ausdifferenzierungen der Moderne, vor allen Dingen Interessenskonflikte, werden der Gesellschaft zugeschrieben. Auch sie ist irgendwie nicht identisch, bildet also nicht ein gesamtes Interesse für die gesamte Gesellschaft aus, ist abstrakt, auch nicht der konkreten Arbeit verpflichtet und sie ist falsch. Also sie hier wird im Prinzip unterstellt, ideologisch zu sein. Und diese Gesellschaft, diese Merkmale und Übel der modernen Gesellschaft werden bestimmten Gruppen zugeschrieben und im Antisemitismus eben den Juden oder Israel als jüdischen Staat. Also so ist die Struktur des Antisemitismus, so könnte man sie, ist eine Möglichkeit, sie formal darzustellen, also so funktioniert die Konstruktion, Gemeinschaft versus Gesellschaft, die bedroht, die Gemeinschaft zerstört die moralisch integrierte Identität und Gemeinschaft und das wird mit bestimmten sprachlichen Regeln gemacht, nämlich mit Ethnisierung, also die Gruppen werden ethnisiert, mit Personifizierungen und mit Homogenisierungen, also das heißt, es werden reine Kollektive konstruiert, wo es keine unterschiedlichen Gruppen gäbe und Konflikte, also Partikularinteressen werden minimiert. Und zusammen gedacht, sehen Sie hier unten Manichäismus, also das heißt, es wird immer ein Gutes und ein Böses konstruiert, eine gute und eine böse Gruppe, die einander widersprechen, die sich dichotomisch widersprechen, Gemeinschaft und Gesellschaft. Und dieser gesellschaftlichen Gruppe, den Juden, wird Tarnungsmacht zugeschrieben und strategisches Handeln und das sehen Sie oft in Texten, die referieren auf antisemitische Kinderbücher der 30er Jahre, wo der Giftpilz beschrieben wird, der Jude als Giftpilz, der sich tarnt und im Prinzip nicht offensichtlich das sagt, was er denkt, sondern eine Strategie im Kopf hat. Also da gibt es tatsächlich gerade im Rechtsimitismus sehr starke Referenzen auf so nationalsozialistische Bilder und Beschreibungen. Also das
würde ich sagen, ist die Struktur des modernen Antisemitismus und sehr zentral ist es die Gemeinschaft, die moralisch, in der die Gemeinschaft als nationale beschrieben wird. Und Nation wäre in dem Sinn die Einheit von Volk, Staat und Nation gedacht, mit Gellner. Das heißt also die nationalen Gemeinschaften, Deutschland, den Deutschen, Türkei, den Türken, das ist die Grundlage, das ist die Weltordnung, wurde unterschiedlich beschrieben von Zygmunt Bauman beispielsweise, der auch diese Figur des Dritten schön rausgearbeitet hat. Das Ambivalente für den Rest ist kein Platz für das Dritte, das wird im Prinzip im Antisemitismus ausgeschlossen. So, jetzt haben Sie so ein bisschen formal die Strukturen des Antisemitismus aufgedröselt und zerlegt. Und jetzt will ich Ihnen aus den verschiedenen Spektren jeweils ein, zwei Beispiele vorstellen. Ich habe massig Beispiele, also wenn Sie da noch Beispiele später brauchen, dann habe ich die auch noch mitgebracht. Also ich selbst habe für das Buch damals von 1989 bis 2009 das linke und rechte Spektrum in Deutschland untersucht, also anhand von Zeitschriftenpublikationen, jeweils 5 Zeitschriften auf beiden Seiten, unterschiedliche Spektren und danach immer noch weiterverfolgt, dass ich die Spektren, wie sie sich auch teilweise aufgelöst haben, wo sie weiter publiziert haben, weiterverfolgt habe. Und ich habe jetzt wirklich so ein Sammelsurium an Texten, die immer wieder vorkommen und auch derzeit immer wieder vorkommen, gesammelt. Die sind aus unterschiedlichen Spektren, aber so haben sie vielleicht so ein Spannungsfeld an antisemitischen Ausprägungen. Also, Auschwitz-Relativierung im Namen des werktätigen Volkes. Ein Beispiel von Antisemitismus von links aus der Roten Fahne, einer linken Zeitschrift aus Deutschland. Die Rote Fahne gab es schon, es gab Unterbrechungen, die gab es schon in den 20er Jahren, die KPD-Zeitschrift. Und ein Kollege von mir hat zur KPD in den 20er Jahren gearbeitet und wir haben die Texte verglichen und es waren teilweise eins zu eins dieselben Argumentationen. Also das ist ganz interessant, weil sehr oft wird ja argumentiert, dieser Antisemitismus, den gab es erst nach 1945, aber den Antisemitismus, den gab es schon vorher und das ist ganz interessant, wenn man sich diese Kontinuitäten da anschaut. Also dort wird eine Wirgruppe als Gemeinschaft konstruiert und ein Opfer differenziert zwischen damals und heute. Es gibt einerseits die werktätigen Völker, in dem Begriff sehen Sie schon, also dort wird im Prinzip der Begriff des Werktätigen mit dem Volk verknüpft, also ein Volk und eine Klasse miteinander verknüpft. Gleichzeitig wird auch als Wir beschrieben und als Wir-Solidaritätsgruppe in dem Text die arabischen Völker und die palästinensischen Völker, also die werden alle als Volk beschrieben. Und die Sie-Gruppe, also die im Prinzip, die werden als gut, ich mache es jetzt mal so platt, aber die werden als gut manichäisch beschrieben, so ist es leider auch. Und die Sie-Gruppe, die wird als Gesellschaft beschrieben, das ist ein Nicht-Volk. Also die im Prinzip diese Gemeinschaft bedroht, das ist das Nicht-Volk, das sind die Täter heute. Das sind, und es taucht immer wieder in dem Text auf, Juden, Israel, der US-Imperialismus, also ein Stadium des Kapitalismus. Der Zionismus und der Zentralrat der Juden, also die Interessensvertretung, nationale Interessensvertretung in einem Staat. Das wird im Prinzip gegen die Wir-Gemeinschaft der werktätigen Völker, der arabischen Völker und der palästinensischen Völker, des palästinensischen Volkes, das sind alles Zitate. Also das sind die Gruppen in linken Texten und hier eben in dem Beispiel der Roten Fahne 2002. Wie wird sich Gesellschaftsordnung vorgestellt? Also Gesellschaftsordnung wird sich so vorgestellt, dass Gesellschaft eingeteilt ist in ethnisch und klassenbestimmte Völker, arabische, palästinensische, werktätige Völker und gleichzeitig Klassenfeinde. Aber eben nicht globale Klassenfeinde, sondern national bestimmte Klassenfeinde. Also die Klassenfeinde werden bestimmten Staaten zugeordnet. Israel und den USA. Das ist einfach ganz interessant, weil man könnte sich ja, wenn man jetzt vielleicht an links denkt und an eine Klassentheorie, könnte man sich ja vorstellen, dass in allen Staaten differenziert wird zwischen einer ausbeutenden und Kapitalistenklasse und einer ausgebeuteten Klasse, wenn man zwei Klassenmodelle hat. Aber das wird hier nicht gemacht. Also das heißt, es gibt bestimmte Staaten und Nationen, die werden als Feinde konstruiert, die sind im Prinzip die Klassenfeinde dieser homogenen Völker, arabische, palästinensische. Okay, und was ist die Zukunftsutopie? Wie wird argumentiert in dem Text?
werktätige Völker, also diese Wirgruppe, die sollen herrschen. Also es wird für eine Herrschaft der werktätigen Völker argumentiert. Hier ein Zitat aus dem Text: Wenn es eine besondere Verpflichtung der Werktätigen in Deutschland aus den geschichtlichen Erfahrungen gibt, dann die, den Kampf gegen alle faschistischen Organisationen und ihre Propaganda, die immer noch häufig antisemitische Züge trägt, in aller Entschlossenheit zu führen, vor allem aber für Völkerfreundschaft und einen proletarischen Internationalismus einzutreten. Und dazu gehört die Unterstützung des gerechten Kampfes des palästinensischen Volkes für seine nationale und soziale Befreiung gegen den zionistischen Staatsterror. Das heißt, der Text wird so aufgebaut, dass Antisemitismus jetzt nicht geleugnet wird. Es wird gesagt, es gab Antisemitismus, aber eben früher. Also es gab Antisemitismus früher und es gab Juden waren früher, also damals Opfer. Heute sind sie keine Opfer mehr. Heute sind Opfer das palästinensische und das arabische Volk und für die, mit denen wir solidarisch sind. Und die sind im Prinzip werktätige Völker. Für die müssen wir uns einsetzen, für seine nationale und soziale Befreiung, gegen im Prinzip den zionistischen Staatsterror, also eine Praxis, die Israel als jüdischem Staat zugeschrieben wird. Was wird also hier gemacht im Antisemitismus von links? Ich möchte vielleicht einklammern, das heißt nicht, dass die gesamte Linke antisemitisch argumentiert und auch die gesamte Rechte nicht, obwohl mehr, sondern dass es einfach, dass das auch links vorkommt. Und das wundert erstmal vielleicht, wenn man sich jetzt nicht mit der Geschichte der Linken beschäftigt hat, weil die Selbstbeschreibung ja natürlich Antisemitismus nicht zulässt. Also Antisemitismus schließt sich eigentlich für Linke aus. Und die sich als Antinationalisten und Antifaschisten beschreiben. Also von daher, Antisemitismus kommt nicht nur links und rechts vor, sondern kommt auch in der Mitte der Gesellschaft vor. Das sieht man gut an der Einstellungsforschung und auch an den Beispielen, die du gebracht hast. Aber trotzdem kommt es vor und wird publiziert und nicht wenig häufig. Also was wird hier gemacht? Es werden Kollektive konstruiert, die moralisch integriert sind. In dem Sinne werktätige Völker, Volk und Klasse wird miteinander verknüpft, findet eine Täter-Opfer-Konstruktion statt. Diese Konstruktion ist orientiert an ethnischen Modellen und auch klassentheoretischen, kapitalismusbezogenen, ideologiebezogenen. Also es wird im Prinzip ein spezifischer Imperialismus kritisiert und das jüdische Kollektiv wird mit dem Imperialismus, dem Faschismus und dem Nationalismus oder staatlicher Repression gleichgesetzt. Das sahen Sie am Anfang auch auf den Demonstrationen der Bilder, im Prinzip Israel wird Zionismus zugeschrieben und dem Zionismus wird Rassismus zugeschrieben, Israel wird Faschismus zugeschrieben und Repression. Dann wird am Täterstatus in der Gegenwart gearbeitet und oder eben in der Vergangenheit. Also das passiert unterschiedlich. Also entweder die Juden werden in die Nähe von Nazis gerückt, wie mit eben den Gleichsetzungen, oder mit deren Praktiken, sie würden einen Genozid oder einen Völkermord. Und oder es wird am Täterstatus von Juden in der Vergangenheit gearbeitet, nämlich indem Juden und Kooperationen von Juden mit Nationalsozialisten beschrieben werden. Also das wird immer noch auch von dem zitierten Jürgen Elsässer beispielsweise gemacht. Wer sind die Opfer? Die Opfer sind eine Wirgruppe und eine Solidargruppe, das palästinensische Volk, die Araber, das arabische Volk und die werktätigen Völker, also die gehören irgendwie zusammen, das sind alles zu Befreiende, die eigentlich herrschen sollten und damit werden auch Selbstmordattentate und Terrorismus legitimiert. Also so taucht in den antisemitischen Texten auf. Und man identifiziert sich dort mit dem Opferkollektiv und etabliert eine moralische Verpflichtungskommunikation, wir müssten uns mit denen solidarisieren. Wo wird der Antisemitismus eingebettet? Der wird also eingebettet in bestimmte Argumentationen von links, nämlich einerseits in antiimperialistische, antikapitalistische, also spezifische, antikapitalistische, in antifaschistische, Antirepression und auch in Antiglobalisierungsargumentationen. Und gleichzeitig wird der Realkonflikt, den es natürlich gibt, in Nahost genutzt, um mit antisemitischen Zuschreibungen zu arbeiten, also eine Umwegkommunikation. In der Umwegkommunikation wird Israel als rassistisches, imperialistisches und zionistisches Gebilde beschrieben. Seine Existenz wird nicht als schützenswert beschrieben oder als illegitim beschrieben. Und dann, was passiert
mit der Wir-Gruppe, die identifiziert sich mit eher kleinräumigen, traditionell verklärten, nichtstaatlichen Kollektiven, die unterdrückt werden, die Werktätigen, die im Prinzip auch konkrete Arbeit leisten und nicht abstrakt irgendwie der Spekulationssphäre zugeordnet werden oder der Zinssphäre. Die Judenfrage wird meistens von links eingeführt über einen behaupteten Antisemitismusvorwurf oder eben als Mahnung aus Lehren in der Vergangenheit zu lernen. Und die erste Strategie ist, die Existenz von Antisemitismus in der Vergangenheit zu bestätigen und die eigene Wir-Gruppe aber fernzuhalten. Also wir haben Widerstand geleistet als Linke, so ist die Argumentation, und dann eine Täter-Opfer-Konstruktion vorzunehmen auf der Ebene des Nahostkonflikts. Jetzt will ich Ihnen noch von rechts, ich hätte auch noch, aber das schaffen wir leider nicht mehr, ich will Ihnen noch von rechts was zeigen. Also links habe ich auch noch ein paar Beispiele, gerade wo es nicht so offensichtlich ist, wo wir nochmal sehen in Antiglobalisierungsbewegung, wie wir dort auch eine andere Argumentation von Antisemitismus haben. Ich zeige Ihnen nochmal eine Argumentation von rechts. Der geistige Giftpilz der Gemeinschaftszersetzung in der rechten Zeitschrift erschienen der Deutschen Stimme, der Parteizielgruppenzeitschrift der NPD. Vor 35 Jahren verstarb mit Theodor W. Adorno, einer der Hauptvertreter der Frankfurter Schule. Zitat: Mit scheinhumanitären Forderungen nach Demokratisierung, Emanzipation und Aufklärung rührten diese Köche eine ganz und gar nicht koschere Speise an. Ein Giftfraß, der die inneren Organe und das Gehirn des deutschen Volkskörpers angreifen sollte. Publiziert 2004. Was wird gemacht? Es wird eine dichotome Volksgemeinschaft, ein Selbstbild konstruiert und das gestellt gegen eine jüdische Emanzipationsideologie. So wird es beschrieben, dass den jüdischen Feind stereotypisiert, biologisiert, entmenschlicht und als bedrohlich eben für diese moralisch integrierte Volksgemeinschaft beschreibt. Der jüdischen Gesellschaft, dem jüdischen Sozialmodell wird Macht, Zerstörung und Spaltung zugeschrieben und dem jüdischen Fremdbild, das entwickelt sich langsam in dem Text, die werden als nicht identisch beschrieben, also als solche, die kein wirkliches Volk ausbilden könnten. Das kommt so vor, dass jüdische Intellektuelle würden ihre eigene künstliche Züchtung nicht erhalten, sondern sie würden sie durch natürliche Identitäten zerstören. Und es wird in diesem gesamten Text so die Widersprüchlichkeit von jüdischen Personen und ihren Werken herausgearbeitet. Adorno, das ist die Täter-Opfer-Konstruktion, und andere jüdische Intellektuelle, die dort genannt werden, werden als Täter konstruiert, als jüdische Vertreter, und die Verbrechen des Nationalsozialismus werden in dem Text vollkommen unterschlagen bzw. legitimiert im Sinne der Volksgemeinschaft. Was ist das Gesellschaftsbild? Man ordnet Völker und Nichtvölker. Das jüdische Volk wird als Nichtvolk beschrieben, das die moralisch integrierten Gemeinschaften bedrohen würde. Und die Handlungsperspektive ist an der nationalsozialistischen Idee einer Volksgemeinschaft orientiert. Für Nichtvölkisches, für Ambivalentes, Entwurzeltes, so wird es beschrieben, gibt es keinen Platz in dieser nationalen Ordnung der Welt. Also wieder haben Sie so, wenn Sie sich an das Schema am Anfang erinnern, eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft, zwei überschneidungsfrei homogene Kollektivkonstruktionen, ein ethnisches Kollektiv, das teilweise verknüpft wird mit dem religiösen Selbstbild, welches überlegen, aber bedroht ist von den Errungenschaften der Moderne, nämlich Individualisierung von Lebensformen, bürgerlicher Vertragsförmigkeit, Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Subsysteme, Konflikte, Medien, kapitalistische Marktwirtschaft und die damit verbundene Geldwirtschaft. Also Geldwirtschaft wäre nochmal ein eigener Vortrag, Zinskritik und die historischen Entwicklungen super spannend, aber ja, die Zeit ist da zu kurz. Aber also das heißt, spezifische Errungenschaften der Moderne werden hier kritisiert und das ist eben keine ja, differenzierte oder ja, systemisch ausdifferenzierte Kapitalismuskritik, sondern eben eine, die die Errungenschaften der Moderne kritisiert. Die Volksgemeinschaft wird den Interessen Einzelner übergeordnet und Heterogenität und Interessensgegensätze innen werden als feindlich betrachtet. Die jüdischen Kollektiven, die werden identifiziert mit Intellektualität, Medien, Virtualität, Pluralismus und Multikulturalismus und sie werden bewertet als dekadent und zerstörerisch. Die Kollektive, die konstruiert werden, sind eben Juden und Israel als jüdischer Staat, US-Amerikaner, Europäische Union, westliche Wertegemeinschaft. Also so taucht der Antisemitismus von rechts, nicht nur in dem Text,
Aber das wäre so die Struktur des Antisemitismus von rechts. Da tauchen unterschiedliche Kollektive auf, wie eben die Benannten. Die werden identifiziert mit den Übeln, sogenannten modernen Errungenschaften von Gesellschaften. Die werden bewertet in dem zweiten Schritt. Und dann gibt es im Prinzip manichäisch gegenübergestellt, also es gibt einen guten, es gibt ein gutes Kollektiv und ein böses Kollektiv und auch einen guten Kapitalismus mit einem reinen Tauschgeldwirtschaft. Wie genau, das wird immer nicht gesagt, aber zumindest wird es im Prinzip beschrieben und einen bösen Kapitalismus mit dem Großleihkapital, den Spekulanten, den Heuschrecken, dem Finanzkapital. Vielleicht, also natürlich sehen wir das heute in unterschiedlichen Kapitalismuskritiken auch, wo diese Begriffe verwendet werden und dichotomisch gegen einen guten, produktiven, konkreten Kapitalismus gestellt werden. Jetzt gehe ich auf meine letzte Folie. Also ich habe hier, wie gesagt, noch einige Beispiele mitgebracht, die auch nochmal andere Schattierungen des Antisemitismus im Geschichtsrevisionismus beispielsweise, Relativierung des Nationalsozialismus von rechts, also hat man eine breite Debatte und eine breite Ausformung des Antisemitismus. Ich will Ihnen noch abschließend 2 Minuten diese Folie zeigen. Also da sehen Sie nochmal das Schema, wie antisemitische Argumentationsstrukturen funktioniert. Also es wird ein Wir gegen ein Sie, gegen einen Dritten konstruiert im Antisemitismus. Dann gibt es aber auch sowas wie xenophobische Israel-Feindschaft, wenn man Israel als Staat anerkennt, als Einheit von Staat, Volk und Nation beschreibt und xenophobisch abwertet. Und dann gibt es eben der Rassismus, der sich davon unterscheidet, der zweiseitig ist. Also das heißt, es gibt ein Kollektiv, zum Beispiel wenn man sagen würde, die Deutschen, die Türken, die haben beide einen Ort, Türken sollen in die Türkei, also Deutschland den Deutschen, Türkei den Türken, und es werden mit bestimmten Stereotypen diesen Gruppen zugeordnet und Handlungen der Ausweisung gefordert. Das wäre dann rassistisch, aber es gibt einen Ort für die Leute. Also es gibt in der nationalen Weltordnung einen Ort. Und letztlich, da knüpfe ich nochmal an das Beispiel an das letzte Beispiel, die alte Selbstbehauptungsstrategie des Judentums, Inländervorrechte durch Minderheitenrechte zu ersetzen und ethnokulturelle Unterschiede zwischen dem eigenen und dem Fremden zu verwischen, deckt sich mit dem Interesse aller Minderheiten. Gegen den Neokolonialismus Amerikas und gegen den Staatsterrorismus Israels können sich Muslime zu Hause der Solidarität nationaler Deutscher sicher sein. Also hier sieht man nochmal eine Hierarchie im Prinzip in den Ideologien Rassismus und Antisemitismus. Also hier wird eine Solidarität im Prinzip mit denjenigen, die sonst auch rassistisch abgewertet werden, gefordert. Und letztlich ist im Prinzip der Hauptfeind Staatsterrorismus Israels verknüpft mit dem Neokolonialismus Israels. Und bei dem Beispiel am Anfang, wer steckt eigentlich im Prinzip dahinter? Wer hat die Flüchtlinge geschickt? Gibt auch Texte. Da sind im Prinzip jüdische Interessen dahinter, die letztlich das Interesse von Zersetzung und Verbreitung ihrer multikulturellen, hier ethnokulturelle Unterschiede sollen im Prinzip aufgelöst werden. Also das wäre im Prinzip so eine kurze, kompakte Beschreibung mit Auslassung von vielen Differenzierungen des von antisemitischen Argumentationsstrukturen, die in unterschiedlichen Spektren der Gesellschaft vorkommen und unterschiedlich realisiert werden.